Gott, ich will mein Fun Lovers Video von November und Dezember machen. Endlich. Und ich fange auch gleich an mit Serien. Ich war im November sehr, sehr Digimon-süchtig und habe mir die zweite Staffel fertig angeschaut und die dritte angefangen. Und ich bin bei der dritten, hänge ich jetzt noch fest, weil ich zurzeit andere Serien schaue. Aber im November war ich total Digimon-verrückt. Im Dezember habe ich eine kleine Digimon-Pause gemacht und habe mir sehr oft Law & Order und Criminal Minds angeschaut, wo ich jetzt eine lange Pause nehmen musste, weil ich langsam... Ich habe das euch, glaube ich, schon mal erklärt. Wenn ich das so oft schaue, werde ich irgendwann einmal Kiri davon und höre dann eine Zeit lang auf, weil das backt man nicht durchgehend. Im November war ich auch mit Jan im Kino und wir haben sich Thor Ragnarök angeschaut. Den Film fand ich wirklich cool. Der Thor ist sowieso mein Liebling von den Marvel-Helden. Und den Film fand ich wirklich genial. Wirklich, auch total lustig. Im Dezember habe ich mir mit meiner Mama bis, weiß ich nicht, 3 Uhr in der Früh oder so, alle 3 Sissi-Teile angeschaut. Mit der Romy Schneider. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt, aber ich liebe Romy Schneider. Ich liebe sie wirklich. Es ist so eine Schande, dass die Frau tot ist. Genauso wie bei Marilyn Monroe. Das ist echt... echt ein Drama. Zu Weihnachten haben wir sich dann natürlich Kevin allein in New York und zu Hause angeschaut. Das machen wir jedes Jahr so. Ich glaube, ich habe sogar auch ein bisschen mitgefilmt. Und wir kennen das ja auswendig. Das habt ihr, glaube ich, auch mitbekommen. Und auch Rio haben wir sich auch angeschaut. Weil ich habe kein Sky und meine Mom hat das drüben schon. Und da hat Rio gespielt. Das ist wegen mit dem kleinen blauen Vogel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich fand das so süß, weil ich habe den ersten Teil nie ganz gesehen und habe mir gedacht, okay, wenn das spielt, bleibe ich gleich bei meiner Mom und schaue mit. Games habe ich in beiden Monaten wieder nichts gemacht, aber ich wirklich, in letzter komme ich zu nichts, das nervt mich eh. Musik, da kann ich euch das Musikvideo unten in die Infobox verlinken, von Michael Johnson, das Poppin. Ich habe davon so eine Sucht gehabt, ich habe das jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit gehört, jetzt sind leider meine Kopfhörer kaputt. Aber ich habe das wirklich jeden Tag von morgens bis abends rauf und runter gehört. Genauso wie die koreanische Popband TVXQ. Total süchtig nach den beiden Songs. Also beziehungsweise bei TVXQ gibt es mehrere Lieder, die ich durchgehend gehört habe. Aber von Michael das Video und der Song echt mein Suchtmittel gewesen. Bücher war ich auch leider sehr faul, obwohl ich das extra dazu genommen habe. Außer im Dezember, da habe ich einen Manga angefangen. Mir ist aber aufgefallen, ich habe da den ersten Teil nicht dazu, der fehlt mir. Und jetzt habe ich den zweiten Teil schon angefangen zu lesen. Sehr originell, aber was soll's. Da sollte ich auch weiterlesen. Ja, dann muss ich kurz blättern. Ja, Make-up-Produkte bzw. Beauty. Kommen wir zu Beauty. Das ist klar, alles fallen. Als allererster will ich euch da mein Tony Moly Peeling zeigen. Ich liebe die Tony Moly Sachen. Leider kommt man da so schwer ran. Ich bin auch sehr, sehr sparsam mit dem Peeling, weil ich das jetzt beim TK Maxx schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Wenn ich das sehen würde, würde ich mir ein Backup davon kaufen, weil ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Das ist das hier. Tony Moly ist eine echt geile Marke. Wirklich. Ich mag auch die Verpackung von Tony Moly. Das war das einzige an Pflege, das ich wirklich so gerne benutzt habe. Make-up habe ich nur 3 Sachen. Im November, Dezember war ich sehr, sehr einheitlich, sagt man das so? Ich habe mein Whipped Cream Foundation wieder angefangen. Und da habe ich sogar schon ein Hit the Pan, wenn man das so nennen kann. Weil da wirklich nicht viel drinnen ist. Ich mag das Make-up aber total gern, weil das so schön deckt. Ich habe das auch jetzt oben. Ich habe noch ein paar Backups, aber ich will dann vorher was anderes aufbrauchen, weil ich so viel Make-ups habe. Ich habe auch zu Weihnachten eins bekommen und so. Also will ich wirklich ein paar aufbrauchen. Und ich muss auch, glaube ich, ein paar mischen, weil die meisten sind mir zu dunkel oder zu hell. Dann habe ich eine Highlighter-Kombi, die habe ich jetzt auch wieder drauf und ich liebe die beiden. Also wenn da einer leer geht, glaube ich, wäre ich urtraurig darüber, weil den kriegt man nicht mehr. Das war der Essence So Glow Creme Highlighter. Den kriegt man ja leider nicht mehr, weil die den auflassen haben. Da ist auch ein riesengroßes Hitte-Pan drinnen. Den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Ich gehe auch sehr, sehr sparsam schon mit denen um. Und dann natürlich mein MAC Highlighter. Und da muss ich euch was zeigen. Ich habe bei dem MAC Highlighter ein ganz, ganz kleines Mini-Mini-Mini-Hitte-Pan. Ein ganz, ganz winzig kleines. Und ich bin so stolz auf mich. Auch wenn das so winzig ist, aber ich bin so verdammt stolz auf mich. Wirklich stolz auf mich. Ja, das war es an Beauty. Da war ich wirklich sehr, sehr lahm irgendwie in den 2 Monaten.
Fashion, ich trage in letzter Zeit so gerne Leggings, weil ich habe mir zwei, drei neue gekauft und die trage ich wirklich sehr, sehr gerne in letzter Zeit. Mit Hotpants zusammen. Also jetzt ist es natürlich dafür zu kalt, aber so im Herbst habe ich das natürlich tragen. Und im Dezember habe ich gar nichts stehen. Ich glaube, ich habe das zwei Monate durchtragen. Sehr fad, ich weiß. Dann kommen wir zu Essen. Maggi und Pizza steht da im November und im Dezember Käsekuchen. Ich habe eine extreme Käsekuchenphase in letzter Zeit. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich abgenommen habe in den letzten beiden Monaten. Weil ich wirklich eine Käsekuchenschwäche habe. Das kann man schon Schwäche nennen, das ist wirklich nicht mehr normal. Ja, meine Mama sogar extra mal einen gemacht. Echt gestört, oder? Trinken, ich habe viel Eistee getrunken. Dieses Cola Limette. Das liebe ich ja. Das hat mein Bruder und ich trinken das so, so gerne. Oder den Marzipan-Kaffee, den habe ich euch jetzt zeigen vergessen, aber das war jetzt in den Monaten das Hauptthema. Also, ja. Im November habe ich da bei Sonstiges große Sorge um meinem Opa stehen. Und im Dezember, dass es ihm wieder Gott sei Dank besser geht. Ich habe euch ja in dem Jahresrückblick ein bisschen ausführlicher erzählt, was passiert ist. Deswegen gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, weil das habt ihr ja schon gesehen und ich will mich nicht wiederholen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es ihm besser geht und dass er die OP überstanden hat. Ja, das war's jetzt mit dem. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sorry, dass es so schnell runtergerattert war, aber heute hat auch mein Bruder Geburtstag und ich sollte noch einkaufen mit dem Hund raus. Und ich muss rüber zu ihm, weil ich habe eine Torte für ihn und das weiß er nicht. Und die will ich noch filmen, bevor ich die rüberbringe. Weil ich hoffe, ich kann ein bisschen mitfilmen, weil ich habe auch Geschenke auch für ihn. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so im Dezember erlebt habt. Aber bitte hoffentlich nichts Schlechtes. Ich wünsche euch nur Gutes. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!